Herzlich willkommen zu der Vorstellung von Fusion.io, dem I.O. Drive. Ich bin Wolf-Christian von Trotha von der Firma Argus Computersysteme in Mannheim. Ich stelle Ihnen hier die zwei Laufwerke vor. Einmal das I.O. Drive Single oder das normale I.O. Drive. Es kommt in einer sehr hochwertigen Verpackung. Eine Anleitung, eine Kurzanleitung ist dabei. Ein USB-Stick. Ein Low-Profile-Slotblech und natürlich die Karte selber. Die Karte besteht aus zwei Bauteilen, die auch nicht getrennt werden sollten. Einmal die Controller-Einheit, die für die Stromversorgung zuständig ist, und die Platine mit dem Prozessor und den Speicherchips. Hier ist jetzt eine 80 GB vorhanden. So sieht die von hinten aus. Hier habe ich noch einen Lüfteranschluss, der aber normalerweise nicht benötigt wird. Und einen Anschluss für diverse LEDs, wenn ich das vorne ans Gehäuse per LED noch darstellen will, die Karte. Das Duo-Gerät kommt in einer wesentlich größeren Verpackung daher. Auch wieder eine Anleitung. Ein USB-Stick. Und Kabel bzw. Stromadapter für den Anschluss an den Server. Und natürlich die Karte selber. Die Karte ist ähnlich aufgebaut. Hierbei handelt es sich um eine bisschen größere Platine, die beide Speicherblöcke aufgesteckt sind. Hierbei sind es 2x160. Schön zu sehen ist auch, dass diese Karte einen PCI-8-Fach-Slot benötigt, im Gegensatz zu der kleineren, die nur einen 4-Fach-PCI-Express benötigt. Von hinten kann man schön die Zusammenbauten sehen, die auch schön verschraubt sind und sehr hochwertig. Diese Karte ist natürlich nicht Low-Profile-tauglich, somit muss sie in einen normalen, hohen Server eingebaut werden. Hierbei ist zu beachten bei der Karte, sie braucht einen separaten Stromanschluss. Stromkabel bzw. Adapter sind vorhanden und werden mitgeliefert. Genauso gibt es hier unten auch einen Anschluss für die Festplattenleuchte. Wir kommen nun zum Einbau der I.O. Drive-Karte. Hierbei ist zu beachten, dass bei der Duo ein zusätzlicher Stromanschluss benötigt wird. Das mitgelieferte Kabel hat einen kodierten Stecker, der am anderen Ende einen Molex-Anschluss hat. Wenn im Server kein Molex-Anschluss verfügbar ist, gibt es einen Adapter, der dabei gelegt ist, von Molex auf SATA. Bei dem Server ist zu beachten, dass wir eine PCI-8-Fach-Steckplatz benötigen, um die Karte einzustecken. Und der Stromanschluss muss an das Netzteil angeschlossen werden. Es sollten maximal zwei I.O. Drives pro Stromanschluss nur angeschlossen werden. Hierbei handelt es sich um einen Quad-Core Xeon mit 12 GB Arbeitsspeicher und einem Türen-Mainboard. Nach dem Einbau der Karte haben wir den Server hochgefahren. Wir haben hier, wie schon gesagt, ein Xeon 2 GHz System mit 12 GB Arbeitsspeicher, 64 Bit ist erforderlich, Windows 2008 mit Service Pack 1. Nach dem Installieren wird ein ganz normaler harter Installationsassistent kommen, der die Treiber haben möchte. Diese sind am besten runterzuladen auf der Fusion.io Drive-Seite, um immer die aktuellsten zu haben. Und dieses Gerät wird dann hier ganz normal in der Hardware-Liste aufgeführt. In der Datenträgerverwaltung tauchen dann zwei neue Laufwerke auf bei der Duo, die einzeln konfigurierbar sind, partitionierbar sind und genauso behandelt werden können wie eine normale Festplatte.
Um RAID-Systeme einzurichten, muss man hier drüber über das Software RAID des Betriebssystems, hier Windows, aber auch Linux, einrichten, um ein RAID 1 oder RAID 0 über die Karten einzustellen. Der I.O. Manager wird von I.O. Drive mitgeliefert. Es ist ein Tool, um Firmware-Updates zu machen, ein Low-Level in der Karte vorzunehmen, das Laufwerk anzubinden bzw. abzubinden. Hier sieht man auch schön die zwei Laufwerke. Sie werden eigentlich wie zwei eigenständige Laufwerke bzw. Karten dargestellt. Eine schöne Statistik haben wir noch über die Laufzeit, wie viel Gigabyte diese Karten schon abgearbeitet haben in ihrer Lebenszyklus. Kommen wir nun zu der Software HD-Tach, die ziemlich bekannt ist. Hier können wir das Laufwerk auswählen und einen Benchmark starten. Es dauert nun eine Weile. Hier haben wir nun die Kurve von HD-Tach und 554 Megabyte pro Sekunde Übertragung bei nur 6% Prozessorlast. Andere Laufwerke bzw. Festplatten sind weit runter. Solid State Disks sind meistens bei 250 Megabyte pro Sekunde. Hierbei ist zu beachten, dass die Software nur einen Benutzer simuliert. Die Karte ist wesentlich schneller bzw. gleich schnell, wenn gleich genauso viele oder mehr Benutzer auf der Karte arbeiten. Das Testergebnis mit IOMeter haben wir hier dargestellt, um das abzukürzen. Hier sind halt die Blöcke dementsprechend für Sequential Write und Sequential Read angegeben und wir haben um die 100.000 IOs pro Sekunde im 1 Kilobyte Blockbereich.